So, Freunde, es kann weitergehen. Das geile Game ist endlich erschienen, Little Hope. Und das zocken wir heute auf jeden Fall weiter. Wir müssen das noch ein bisschen suchten. Denn, ja, es gibt ja nichts Geileres auf ein Game, was man lange gewartet hat, wenn es endlich da ist. So, jetzt hier nochmal kurz was einstellen. Jawohl. Geht gleich los. So, kleine Kontrolle am Handy. So, Spiel allein und dann gehen wir mal auf Fortsetzen, würde ich sagen. Ja, zum Schluss mussten wir ja dem Nebel entkommen. Und sind in Richtung Stadt gegangen. Ich hoffe, wir kommen da auch an. Dieses kleine Mädchen klang so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Naja, aber als ich das gesehen habe, als sie das Haus angezündet hat, das Mädel, da war, glaube ich, ein Fernseher schon da. Ja, wenn ich das so richtig gesehen habe. Na. Oha. Siehst du das? Gottes Willen, was war das denn? Ein großes Tier. Okay, das war aber ein Reh oder so, ne? Vielleicht sieht man von da oben her. So, gehen wir doch mal hin. Ja, von da oben, ein kleines Hügelchen, würde ich sagen. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Die Höhlen von Hope Deep sind bei Eiskletterern sehr beliebt, doch die gefrorenen Wasserflächen gelten als gefährlich. Okay. Schon mal gut, wenn immer noch Tourismus stattfindet. Weiter nichts. Warte mal da hinten. Obwohl, das haben wir uns ja schon angeguckt. Das ist ja das Heft, ne? Ja. Okay, dann reden wir mit ihm nochmal. Wie geht's dir? Weiß ich nicht. Verstehst du, was uns vorhin passiert ist? Ich kann es mir beim besten Willen nicht erklären. Nichts davon ergibt Sinn. Es war wirklich merkwürdig gerade. Die anderen haben ja nichts gesehen. Wir finden schon einen Weg hier raus. Müssen wir ja. Hoffe, du hast recht. Danke für dein Interesse. Krasser als vorhin das Reh. Ach du Scheiße. Sehe ich da was? Nee. Ich wollte gerade sagen, als das Reh vorhin über die Straße gelaufen ist, ist ja ein normaler Vorgang. Aber aufgrund der ganzen Umstände und so hat man natürlich Schiss, ne? Klar. Alles, was irgendwo klappert und wackelt und Geräusche macht, ist dann erstmal unheimlich. Na, wir gehen so ziemlich geschlossen, aber er hier links mit dem roten T-Shirt, der geht ein bisschen außerhalb, finde ich. Okay, Geschichtsverein Little Hope präsentiert die Hexe von Edmonton. Eine Drama von Rowley, Those, Decker und John Ford.
Aufgeführt in historischer Kleidung in der Schule von Little Hope. Ja, ist das super. Könnte das wieder erklären, was wir gesehen haben? Das kann schon sein, doch es wirkte so echt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Gruselige Erscheinungen oder ein Trupp irrer Historiker. Ja. Zumal das mit dem Lagerfeuer, das Lagerfeuer war ja auf einmal aus. Also wenn es jetzt einmal noch geglüht hätte oder so, wäre das ja, hätte man sagen können, es ist ein Schauspiel, aber was die erlebt haben, war ja echt übel. Ja, der beobachtet uns schon wieder, jemand. Mädel vielleicht sogar. Vorhin der... War das ein Zombie da im Wasser oder so? Das fand ich schon ein bisschen übel, muss ich sagen. Habe ich schon gedacht. Eieiei. Ich dachte, das Mädel reicht. Aber wenn da jetzt noch Zombies aus dem Wasser kommen oder so. Da vorne ist irgendwas. Ich find's gut, dass sie wenigstens ein bisschen aufmerksam ist. Wo lang? Beeilen wir uns. Okay, der Tunnel ist beleuchtet, dann würde ich ruhig durch den Tunnel gehen. Schaut mal. Hey, halt! Stopp! Jetzt haben sie das Mädel endlich auch mal gesehen. Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Die haben natürlich nur Angst, weil Hollywood uns immer triggert mit so einem Film. Also ein kleines Mädel da voran steht, dann gibt es ein paar vom Kopf und dann ist gut. Also. So, komm, ich komm mit. Warte, ich komm mit dir. Ja. Eine sehr gute Entscheidung, finde ich. Hey, ihr zwei! Die Beine im Nebel verschwunden, oder? Das ist nicht gut. Also jedenfalls für die anderen. Na, ja, jetzt geht natürlich das Licht aus. Der Klassiker, ne? Das haben sie aber ganz geil gemacht. Hammeratmosphäre, ey. Alter, hey, scheiße. Ist da wer? Aber was mit meiner eigenen, hey, eigenen Taschenlampe? Ist sie auch ausgegangen, oder? Ja, alter Schwede. Hey! Boah! Was zum... John! Wer seid ihr? Leck mich an der Tasche, ey, mein Herz, was, ey. Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen sie hier? Das sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Was zur Hölle bist du? Was willst du? Du bist... Das ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Wer seid ihr? Das kann nicht wahr sein. Gerade ihr kommt doch aus der Vergangenheit. So, ihr seid nicht mein Gemahl. Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Überhaupt nichts ist okay. Ich habe Angst, bin verwirrt.
und habe mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Aber wie ist das möglich? Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's dann für mich. Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ich gehe woanders lang. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Horrorfilme sind dumm. Genau. Ich gehe hier lang, ohne euch. Vielleicht ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ja, gerade da ist es hell und sie will ins Dunkle laufen. Ich gehe mit John. Das ist so eine Logik, ey. Andrew hat recht. Die Stadt ist nicht so weit weg. Wir gehen gemeinsam. Niemand hat dich gefragt, Omi. Okay, Ruhe jetzt. Alle mal durchatmen. Was wäre jetzt am schlausten? Jemand sollte mit ihr gehen. Echt? Ich käme schon zurecht, aber gut. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt und ihr Hilfe findet, schickt sie in die Stadt, zu uns. Okay, die gehen in den dunklen Nebel. Ich kein Verständnis für, ganz ehrlich. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Der Lehrer kommt mir irgendwie ein bisschen zu cool vor manchmal. Ich weiß auch nicht. Merkwürdiger Typ. Der weiß bestimmt mehr, als er zugibt. Moment. Das Geräusch. Alter, was hat der denn für ein Problem? Ah, Scheiße. Das Y nicht erwischt. Ist alles okay? Alles gut. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Okay. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Jetzt müssen wir leider weiß, doch durch die Dunkelheit gehen. Dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Okay, hier sind irgendwelche Zeichen im Boden geritzt. Oha. Na komm, nicht hingucken, geradeaus gehen. Kriegst ja Gänsehaut, ey. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Positiv denken. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Finde ich auch. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Das finde ich auch. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope.
Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge. Ja, ich find's gut, wenn man so ein bisschen Ruhe bewahrt, positiv denkt und trotz der komischen Umstände das Beste daraus macht, um irgendwie ja, mit Verstand zu handeln. Was zum Teufel? Warte! Wobei, er handelt schon wieder nie mit Verstand und läuft schon wieder weg. Er läuft auch weg. Das halte ich auch für unklug. Gut gemacht. Freut mich, dass du hier bist. Du bist ausgeflippt. Wie vorhin auf der Straße. Ist doch auch verständlich. Hä? Wenn ihr zwar allein sein wollt, hättet ihr das auch sagen können, anstatt einfach abzuhauen. Das fand ich mal lässig. Jemand musste John nach seinem Ausflug in den Wald beruhigen. Sehr lustig. In der Hütte war etwas Unnatürliches. Ich weiß es. Du hast ja recht. Etwas unnatürlich Kleines und Harmloses. Die schreckliche Kreatur in der Hütte war tatsächlich eine Katze. Komm, machen wir weiter, hm? Mann, 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 Mann. Jetzt muss der Herr Lehrer sich ja mal ein bisschen zusammenreißen. Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Ich muss sagen, ich verstehe nicht, dass sie sich keine Gedanken machen. Und zwar in Bezug auf, dass hier keiner ist in der Stadt. So. Warte mal, da hinten in der Tonne ist da irgendwas. Vielleicht können wir da irgendwas nehmen. Erinnerungen sind echt übel, ne? So ein Zaun. Schade, einsteigen tut er da ja nicht irgendwie. Ich dachte, dass da unterwegs mal ins Haus reinklettert. Mal. Ja, da liegt noch was. Gib her! Ich schlag das Fenster ein. Gerade da stand doch ein Fenster auf. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie jetzt ein Fenster einschmeißen. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Deswegen dachte ich, ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid.
Sieht leichter aus, als es ist, ha? Huh? Du hast mich gestört. Wie habe ich dich gestört? Mit deinem Palaver. Das heißt Palaver, Andrew. Meint er das ernst? Wie die meisten Akademiker. Ein gewisser Akademiker kriegt gleich eins über die Rübe für sein Palaver. Palaver. Treffer! Ja, bitte. Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Scheint sicher zu sein. Die Scheiben sind aber ganz gut rausgesprungen. Du bist dran. Ich hätte den Rahmen noch mal ein bisschen gesäubert. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Ja, gerade sie sagt jetzt Doppelgänger, er sagt das Doppelgänger-Kram. Aber er hat doch selber ein Foto hochgehalten, wo er mit abgebildet war. Was war das? War bestimmt gar nichts. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Vergiss das mal. Ich würde sagen, selbst die ganze Stadt schaffst, irgendwie. Ich werde dir nicht folgen. Scheint leer zu sein. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Ja, komm, beruhigend. Hey, das war unsere Entscheidung. Wir finden einen Weg. Little Hope Bridge, 1692, okay. Little Hope Bridge, Ich hoffe, die ist stabil. Brücke zum Spielplatz. Laufen kann ich leider nicht, nur schneller gehen, aber mir wär's lieber, ich würde ein bisschen laufen können. Alter, wer weiß, was in dieser Stadt alles passiert ist. Das ist ja echt übel, also. Ja, sieh schon wieder. Da drüben! Hey! Geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Was zur Hölle geht hier vor? Übel, übel, übel. Das ist gerade nicht passiert. Still jetzt! Er soll mich nicht kriegen! Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich! Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte! Nein, lass mich los! Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Alter, er konnte ihn sogar berühren, das ist ja geil. Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin.
sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Die kann quasi in zwei Dimensionen existieren, ne? In der Vergangenheit und in der Zukunft. Weiß jemand, was gerade Gegenwart. Passiert ist? Es muss Heftig, eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Sind bestimmt Zwillinge oder so. So, Freunde von YouTube. Wir machen aber hier erstmal eine kleine Pause, einen kleinen Aufnahmestopp und sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Teil. Und wir zocken das auf jeden Fall zu Ende. Da könnt ihr davon ausgehen. Also abonniert den Kanal, lasst mal ein Like da, Kommentare, wie euch das Game gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dahin.